Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich mal wieder ein Unboxing für euch. Ich habe nämlich von Turbine ein Steelbook geschickt bekommen und zwar zu Hellraiser Judgment. Das Ganze habe ich dann hier in diesem Cover bekommen und das schauen wir uns dann heute an, was dieses Steelbook denn zu bieten hat. Denn Hellraiser Judgment ist hier erstmals auf Blu-ray und in 4K verfügbar in Deutschland und ja, das obwohl dieser Film schon seit 2018 auch in anderen Ländern draußen ist. Genau, da gehen wir jetzt heute drauf ein und dann erzähle ich ein bisschen was über den Film, den ich persönlich noch nicht gesehen habe. Normalerweise schaue ich mir ganz gerne die Filme erstmal an, bevor ich hier ein Unboxing mache. Das Ding ist, ich habe ja selbst auf meinem Kanal schon ein Hellraiser-Ranking geplant und dann werde ich mir diese Filme alle nach und nach angucken und dann werde ich den Film hier als Erstsichtung schauen, weil den Rest der Hellraiser-Reihe kenne ich schon. Ja, aber um das Ranking geht es heute nicht, nämlich wir sprechen über dieses Steelbook und das werde ich euch dann jetzt in der Nahansicht auch mal zeigen. Dementsprechend wechseln wir auch jetzt mal hin. Und dann sind wir hier in der Nahansicht und schauen uns dann hier das Steelbook einfach mal an. Genau, da haben wir dann nämlich hier direkt schon auf der OVP-Folie ja, das Spio JK geprüft Logo und das liegt einfach daran, dass die Kinofassung ein FSK 16 bekommen hat, aber hier ist halt auch ja, die komplette Uncut-Fassung bei, samt dieser besagten Häutungsszene und dementsprechend hat dieser Film hier nur ein Spio JK Logo bekommen. Die FSK hat den Film nicht durchgewunken, was ich sehr interessant finde, weil ja, ich bin ja auch Fan von brutalen Filmen und freue mich dann extrem auf die ungeschnittene Häutungsszene auch. Aber ich freue mich auch generell natürlich, diesen Film jetzt erstmals auf Deutsch sehen zu können. Ja, dann haben wir hier noch stehen 4K Ultra HD plus Blu-ray plus Bonus Blu-ray. Dementsprechend ist es ein 3-Disc-Set. Uncut, der blutige Abschluss der Originalsaga Hellraiser Judgment Limited Steelbook Edition im Schuber. Genau, das ist auch nicht zu verachten. Wir haben nämlich hier einen Schuber noch um das Steelbook rum. Auf 999 Stück ist das Ganze limitiert, inklusive 150 Minuten Bonusmaterial. Ja, das ist ordentlich, würde ich sagen. Das machen wir jetzt nämlich direkt mal auf und schauen uns das einfach mal von innen an. Bin ich mal ganz vorsichtig hier mit dem Messerchen. Nicht, dass ich hier irgendwas ins Steelbook reinritze, was wir natürlich nicht wollen. Und dann mache ich das hier mal auf, genau. So. Schauen wir mal, was das gute Stück hier so zu bieten hat. Ja, ist auch tatsächlich seit längerem mal wieder ein Unboxing auf meinem Kanal. Ich habe mich ja eher mit dem Filminhalt immer beschäftigt jetzt in letzter Zeit. Das heißt, Reviews und Rankings und so kamen sehr viele, aber Unboxings weniger. Dennoch freue ich mich, dass ich jetzt hier mal wieder eins machen konnte. Und das hier ist der Schuber und hier hinten fällt auch schon das Deckblatt weg, wo die ganzen technischen Daten draufstehen. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Ja, wir schauen uns als allererstes mal hier diesen Schuber an und schauen uns mal an, wie das Optische so wirkt. Und da muss ich sagen, gefällt mir dieses Motiv hier wirklich sehr, 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 sehr gut. Also, ich finde, das ist ultra scharf, sieht richtig cool aus. Wir haben hier zwar nicht mehr Doug Bradley als Pinhead drauf, sondern Paul T. Taylor spielt nämlich Pinhead hier in diesem Film. Ja, Doug Bradley hatte irgendwann auch keine Lust mehr nach der ganzen Produktionsgeschichte von Hellraiser, weil die Filme ja auch immer schlechter wurden und immer, ja, mehr gemacht wurden, um dann noch ein bisschen Geld zu generieren und die Rechte zu behalten. Was sehr schade ist, weil dieses Franchise meiner Meinung nach in den ersten 5 Teilen sehr, sehr viel Potenzial hatte, auch, ja, deutlich legendärer noch in späteren Teilen zu werden. Schade. Aber, ja, hier Hellraiser Judgment, Evil Seeks Evil. Gehen wir mal hier auf den Spine ein vom Schuber natürlich. Turbine, Lionsgate, Hellraiser Judgment. So sieht der Schuber aus. Und dann haben wir hier hinten noch ein Motiv vom besagten Würfel, womit Pinhead dann natürlich auch beschworen wird. Ja, so sieht das Ganze aus im Schuber. Und da gehen wir jetzt einfach mal auch auf das Steelbook ein, weil das ist dann hier drin. Und da sehen wir dann direkt schon, haben wir hier das Steelbook, was dann dieses Motiv beinhaltet. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, die 4 Cover-Varianten, die haben dann alle einen unterschiedlichen Schuber, wie diesen hier. Und das Steelbook müsste, glaube ich, bei allen gleich sein. Ich bin mir da gerade nicht sicher, aber ich glaube ja. Ja, wie gesagt, das hier ist das Steelbook. Hier schön dann noch mit Glanz gearbeitet. Und sieht meiner Meinung nach ziemlich gut aus, auch dass es hier so in Alt gehalten ist. Das heißt, hier so ein paar Gebrauchsspuren dran. Ja, die Gebrauchsspuren sind draufgedruckt. Das Steelbook ist nicht beschädigt. Dann gucken wir hier. Haben wir dann nochmal dasselbe stehen mit Turbine, Lionsgate, dem Titel.
Und dann haben wir hier die Zenobiten. Genau. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Also das wäre natürlich auch ein sehr schickes Artwork gewesen für einen Schuber. Aber ich glaube, mit diesen ganzen Schubern, die jetzt hier rausgekommen sind zu diesem Film, ich glaube, da wird jeder eins finden, weil ich fand diese Motive eigentlich alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr hübsch. Eigentlich gefiel mir das Weiße sogar noch besser, aber gut. Das hier tut es auf jeden Fall auch, weil, wie gesagt, das sieht natürlich auch sehr, sehr schön aus. Ja, dann schauen wir mal eben kurz ins Steelbook rein, bevor wir dann auf die technischen Daten draufgehen. Und da haben wir dann hier die Discs. So sieht das Steelbook von innen aus. Hier mit einer FSK 16. Hier auch noch mit einer FSK 16 drauf. Und genau, da sehen wir dann, dass der Film in 4K vorliegt. Kriege ich die Disc nicht raus. So, ein bisschen schwerfällig. So, hier liegt der Film in 4K vor, Ultra HD, FSK 16, das ist dann die Kinoversion. Und da haben wir dann hier hinter noch auch ein kleines Motiv. Das tun wir dann jetzt mal hier wieder rein. Und dann seht ihr, haben wir hier auch noch ein FSK 16 drauf auf der normalen Blu-ray-Scheibe von der Kinofassung. So sieht's aus. Und dann haben wir hier Spio JK geprüft. Die Bonus-Disc, genau. Da sieht es dann so aus, dass wir hier, wie gesagt, Bonus draufstehen haben und Spio JK geprüft, Hellraiser Judgment. Hier wird dann wahrscheinlich auch die komplette Uncut-Fassung samt Häutungsszene drauf sein, gehe ich von aus. Da werde ich mich dann natürlich selbst auch mal, ja, mir selbst ein Bild machen, wie das Ganze dann so gestaltet ist mit dieser Bonus-Disc. Und das ist dann so gesehen das Steelbook. Genau, da schauen wir uns dann jetzt noch, wenn ich das jetzt hier so eingepackt habe, wieder die technischen Daten an, die wir dann hier auf diesem Deckblatt haben. Eine Limitierungsnummer, wie ihr seht, für Nummernliebhaber habt ihr hier nicht drauf, aber dennoch ist das Ganze trotzdem auf 999 Stück ja, limitiert. Und Regie führte übrigens bei diesem Film Gary J. Tunnicliffe, der glaube ich bin mir gerade nicht sicher, aber der glaube ich vorher noch kein Hellraiser Film inszeniert hat. Ich kann mich aber auch irren, ich habe die ganzen Regisseure der späteren Filme tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ne? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass Clive Barker das Ganze erschaffen hat. Und ja, hier habt ihr die Inhaltsangabe von diesem Film. Und ja, was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass hier Heather Langenkamp auch mitspielt in diesem Film. Denn Heather Langenkamp ist natürlich auch legendär geworden durch ihre Rolle in Nightmare on Elm Street. Und finde ich cool, dass sie es hier auch in höherem Alter dann noch in so einen, ja, Horrorfilm geschafft hat. Hellraiser Judgment soll ja auf jeden Fall nicht mehr an die originalen Filme rankommen, aber dennoch von den ganzen, ja, späteren Fortsetzungen doch schon mit einer der besseren sein. Ich werde mich da auf jeden Fall selbst noch, werd ich mir selbst ein Bild machen und dann schauen wir mal. Wir haben hier noch Ausstattung, genau, da wollte ich noch drauf eingehen. Audiokommentar von verschiedenen Personen, wie dem Regisseur zum Beispiel. Und Hauptdarsteller und so. Making of Hellraiser Judgment, sehr cool, sogar 44 Minuten inklusive Interviews. Meet the Auditor, Chatterer Talks, No More Souls, noch ein Hellraiser Kurzfilm, auch sehr, sehr, sehr cool. Entfernte und gekürzte Szenen, Outtakes, Kickstarter Trailer und so weiter. Also, ja, wie ich hier schon gesagt hatte, 150 Minuten Bonusmaterial. Hier habt ihr noch die technischen Daten, dass Deutsch und Englisch sogar einen Dolby Atmos auf der Ultra HD Blu-ray bekommen haben, genauso wie auf der normalen Blu-ray. Finde ich auch mal wieder sehr, sehr stark von Turbine, dass hier ja so mit einer Qualität gearbeitet wurde und man dann hier wirklich die komplett beste Tonspur und auch noch das beste Bild innerhalb einer 4K Blu-ray bekommen hat. Ja, weil der Film ist auch in der Kinofassung und so teilweise im Ausland auch nur auf normaler Blu-ray rausgekommen. Deshalb finde ich es hier sehr, sehr stark, dass hier auch eine Ultra HD Blu-ray rauskam. Genau. Was ich mir vielleicht noch bei diesem Steelbook gewünscht hätte, wäre, dass ja, dann noch irgendwie ein Booklet oder so dabei gewesen wäre. Das finde ich, hat immer einen sehr großen Mehrwert bei einem Steelbook. Das ist hier leider nicht der Fall. Dennoch ist es bis dato die einzige Möglichkeit, diesen Film hier in Deutschland auf Deutsch zu bekommen, mit der Uncut und mit der Kinofassung. Und ja, dementsprechend ist das hier das Steelbook von Hellraiser Judgment. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das Ganze auch vorbestellt habt, ob ihr noch vorhabt, euch das Ganze zu holen oder ob ihr überhaupt gar kein Hellraiser-Fan seid. Das kann natürlich auch sein. Ich muss sagen, ich bin Hellraiser-Fan und dementsprechend,
Ja, könnt ihr euch da auch aufs Ranking freuen, denn ich habe übelst Bock, mir diese Filme dann nochmal anzuschauen und jetzt mit Hellraiser Judgment auch den letzten Film hier in Deutschland sehen zu können. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Unboxing hier gefallen hat. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.